In London haben mehrere tausend Menschen ihre Solidarität mit den Protesten im Iran bekundet. Sie verurteilten das Vorgehen der Islamischen Republik gegen die Demonstranten und erinnerten zugleich an den Abschuss eines ukrainischen Verkehrsflugzeugs durch die Revolutionsgarden, kurz nach seinem Start vom Imam Khomeini-Flughafen in Teheran vor genau 3 Jahren. Auch in Lyon protestierten Menschen gegen die Hinrichtung von mehreren Demonstranten im Iran. Es gibt viele Mohammeds bei diesen Protesten. Viele Mohammeds sind Opfer des Regimes. Dieser Mohammed wurde nur 22 Jahre alt. Er wurde gestern nach 11 Wochen Hungerstreik gehängt. Vor der französischen Botschaft in Teheran demonstrierten mehrere hundert Iraner gegen Karikaturen von Revolutionsführer Ayatollah Khamenei, die in einer französischen Satirezeitschrift erschienen waren. Staatspräsident Ebrahim Raisi warf dem Westen vor, seine Beleidigungen unter dem Vorwand der Freiheit seien ein klares Zeichen für das Scheitern seines Versuches, den Iran zu destabilisieren.